Josen Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer kleinen Runde Pickups. Video 998 ist das hier. Nein, Video 999 ist das hier. Und Video 1000 feiere ich nächste Woche Samstag in Montabaur auf der Retro-Börse. Boah, da freue ich mich schon mega drauf. Wie gesagt, mein 1000. Video. Ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen, außer vielleicht die Retro Games Con in Heidelberg. Das wäre ja ein Heimspiel für mich. Oder beim Vincent in der Nerdzentrale. Aber die Börse in Montabaur, mega geil. Freut mich echt, dass es da stattfinden kann. Also so eine kleine, hey, 1000 Videos, hey. Gut, in der Stadthalle in Montabaur nächste Woche am 9.9. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Gut. Los geht's, und zwar erstmal mit einer Empfehlung, habt ihr in einer meiner letzten Pickup-Videos schon gesehen. Und zwar möchte ich euch empfehlen, das zocke ich nämlich gerade, ich bin so knapp die Hälfte des Spieles durch, es ist, geht nicht sehr lange, so 3 Stunden oder so. Freunde, es geht um Bramble auf der Switch, beziehungsweise wenn ihr eine bessere Grafik-Performance wollt, dann schnappt auf jeden Fall die PS5-Version. Auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Ist okay, klar, man sieht ein bisschen die grafische Defizite, aber ich kann damit leben. Das Spiel spielt sich wirklich hervorragend und ich kann nur sagen, wenn man sich das Cover dann hier anschaut, das sehen wir uns, schauen wir uns gleich nochmal an, man kann sich nicht wirklich vorstellen, was da alles abgeht in diesem Game, ja. Man sieht so, ja, okay, es ist so ein skandinavisches Märchen-Folklore-Spiel, so von der Geschichte her. Und man spielt auch diesen jungen Olle, der seine Schwester Lillemur sucht. Und hey, ich habe mir Namen gemerkt. Entschuldigung, ich habe mir Namen gemerkt. Und weil diese Sprecherin das so geil ausspricht, so ja, Olle oder Olle sucht seine Schwester Lillemur. Ja, gut, ich spiele das auf, ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Sprachausgabe gibt oder Textausgabe, ich spiele auf Englisch. Und die sagt das halt, und das hört sich so geil an. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir suchen mit dem Olle unsere Schwester Lillemur. Und das Spiel ist extrem krass, indem es einen glauben lässt, oh, man läuft hier gerade durch so ein schönes Märchenwäldchen und oh, ist das schön. Und bam, ist man plötzlich in der Hölle, kann ich nur sagen. Und das Gameplay, was ihr hier seht, das ist noch relativ, oder das ist noch echt harmlos, was ich euch hier zeige. Ich will nämlich nicht zu viel verraten. Geht wirklich ohne große Gedanken in dieses Spiel. Das ist zu krass einfach. Das Spiel ist mega geil. Die Stimmung in dem Game, die Atmosphäre, die Musik, ja, die Geschichte, die erzählt wird, die simpel ist. Ja, so auf der Oberfläche zumindest, ne? Wir suchen unsere Schwester Lillemur. Lillemur. So geil. Einfach, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Leute, da sieht man mal wieder ein Indie-Game. Ich habe schon lange kein AAA-Game mehr gespielt, wo die Geschichte und das allgemein drumherum, das ganze Paket mich so fasziniert hat. Dieses Spiel ist so geil. Ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, hier seht ihr das Cover nochmal, Bramble. Das ist die Switch-Version, ne? Mega, saugeiles Spiel. Schlaft nicht drauf, Leute, wirklich. Gut, weiter geht's mit einem geilen Spiel. Ich hatte nämlich einen Tausch mit dem Jansl. Der hat von mir ein, ja, habt ihr in sein, also sein Pickup-Video kam ja schon letzte Woche, da habt ihr ja gesehen, was er von mir bekommen hat, ne? Wenn nicht, schaut's euch nochmal an beim Jansl. Ich habe auf jeden Fall bekommen, und das ist werttechnisch definitiv viel besser als das, was er von mir bekommen hat, aber da ist noch dann was offen. Ja, wir sind da so. Wenn ich irgendwas noch finde, was er noch haben will, dann kriegt er das dann und dann ist gut, ne? Da sind wir sind da nicht so, ne? Auf jeden Fall, er war auf dem Flohmarkt, hat was für 3 Euro mitgenommen. Eine NTSC-Version und seine PAL-Version hat er abgestoßen, sozusagen, und ich habe sie mir gekrallt. Leute, es geht um Auto Modelista auf der PS2. Und Auto Modelista, ja, jetzt wird sich jeder denken, okay, ist ein Autorennen, gut. Und wenn ihr den Jansl vielleicht kennt, dann wisst ihr ja, dass der absolut kein Autorennen-Fan ist. Aber komischerweise hat er sich das in die Sammlung gestellt und behält das.
Zum einen, Leute, das ist von Capcom. Ja, ein Autorennspiel von Capcom. Ich glaube, da gibt's kein zweites. Könnt mich gerne berichtigen, aber zumindest auf der PlayStation 2. Ja, mega. Das ist schon mal, da hat man schon mal das, ja, Gefühl im Vorfeld, okay, könnte Qualität dahinter stecken, und glaub mir, das tut es. Das Game ist nämlich, ja, es ist ein Arcadia-eres Gran Turismo mit einer Cel-Shade-Optik, die super geil passt zu diesem Game. Das sieht absolut mega krass aus hier. Das Gameplay-Footage, was ihr hier seht, das habe ich über meine PlayStation 3, die 60 GB, aufgenommen, gecaptured. Und ihr seht, das ist geil. Und es spielt sich auch sehr gut. Es macht echt Laune. Keine dummen Lizenzen, die man am Anfang machen muss. Man kann sofort ins Spiel rein. Es gibt keine Story großartig. Man spielt einfach nur, um Autos freizuschalten und sie zu tunen. Die Autos sind übrigens alle in diesem Game lizenziert. Also es sind echte Autos, echte Modelle. Mega geil, ja. Das Gefühl von Speed, was man da bekommt durch diese Optik, ja, wenn man vor allem im Windschatten von jemandem ist und diese weißen Windstrahlen aneinander an einem vorbei huschen, das ist schon sehr geil, ja. Wie gesagt, es spielt sich doch recht arcadig auf jeden Fall, aber man fühlt schon so ein bisschen das Gewicht von dem Auto, was ich immer sehr wichtig finde bei Rennspielen, dass man das Gewicht des Wagens auf der Straße fühlt, und das tut man auf jeden Fall. Und wie gesagt, jede Menge Tuning-Optionen, ob am Motor oder am Äußeren, am Chassis, wie auch immer, sehr, sehr, sehr geil. Und ja, hier ist das gute Stück Auto Modelista. Wie gesagt, ist kein günstiger Titel. 40, 50 Euro muss man allein für die PlayStation 2 Version hinblättern. Die GameCube Version ist die teuerste, gibt noch die Xbox Classic Version. Aber hier habe ich die PlayStation 2 Version, und ich muss sagen, auch in sehr, sehr schönem Zustand. Also danke nochmal, Jansl, für diesen mega Deal. Schaut euch das an. Das ist richtige kleine Perle, finde ich, für meine Sammlung. Gerade weil es ein Autorennen ist, was wirklich, wirklich anders ist. Ja? Dankeschön, Jansl. So, weiter geht's. Dann gab's ein... Ah ja, genau. Leute, kurze Frage. Ich habe mir natürlich die Turtles-Pizzen gekauft, ja? Habt ihr vielleicht auch bei mir auf Instagram gesehen. Und die schmecken mega geil. Ja, ich glaube 4 Euro eine, absolut zu empfehlen. Ich gehe auch später in den Netto, da habe ich sie nämlich her, und hole mir nochmal jeweils zwei. Leute, die schmecken mega geil. Wirklich gut. Vor allem die Käsepizza hat mich sehr überrascht. Die war so käsig. Das schmeckte wirklich beide fast wie frisch gemacht. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ich habe die ganz vorsichtig aufgemacht. Und jetzt Frage an euch: Behalten, wegschmeißen, ja, in die Sammlung stellen mit Schutzhüllen von Manuel, oder geht das zu weit, ja? Sagt bitte ihr das mir, was ihr tun würdet in dem Fall. Da bin ich jetzt mal gespannt, ne, weil das hängt jetzt an euch, was ich damit mache, ja? Könnt ihr so ein bisschen entscheiden. So, weiter geht's. Im Mediamarkt für 19,99. Der Jansl hat gleich gesagt, ich habe das schon billiger gesehen. Bei Otto. Whatever. Es ist noch sealed. Ich habe es noch nicht angefangen. Es geht um The Quarry. Das übersetzt so... Warte mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. The Quarry heißt übersetzt, wenn ich mich recht erinnere, der Steinbruch. Oder Steinbruch oder sowas, ne? Ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte interaktive Games-Spiel, wobei ich habe ja mein erstes interaktives Game, was ich durchgespielt habe, war ja das Planet der Affen, wobei das eigentlich auch nur ein Film war, in dem man eine A- und eine B-Möglichkeit hatte, Strich beziehungsweise C. Und bei The Quarry muss man, soweit ich weiß, auch sein Protagonist auch steuern und ja, umherbewegen, und dann gibt's natürlich diese interaktiven Fragen, so, willst du das tun oder das tun, wie auch immer. Ihr wisst, ich bin vor allem in diesem, ja, soweit ich das sehe, ist das so wieder so ein Teenager-Camping-Vibe, was dieses Spiel hat, bin ich eigentlich gar nicht so der Fan, deswegen auch nicht so der riesen Freitag der 13. Fan, so, ne, ich mag den Charakter von Jason, aber ich mag dieses Campy-Teenager-Ding einfach nicht, das
Die gehen mir immer so zu sehr auf den Sack in den Filmen. Aber bei The Quarry spielt diese Dame hier mit. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber sie gefällt mir extrem gut in den Insidious-Filmen. Ja, ist jetzt auch, glaube ich, ein neuer Teil rausgekommen. The Red Door soll nicht so gut sein, aber ich weiß, ich glaube, ich habe beim dritten auch aufgehört, aber die ersten zwei auf jeden Fall mega geil. Und diese Dame spielt da, in jedem Film spielt die mit, soweit ich weiß. Und die hat mir immer sehr gut gefallen. Die hat immer diesen, die hat irgendwas an sich, ja. Die hat das in den Filmen, hat mir immer extrem gut gefallen. Naja, wie gesagt, ist noch sealed. Ich wollte noch keinen Meter gespoilert oder ich wollte noch nicht reinschauen. Ich will das echt wirklich spielen und aufmachen, wenn es soweit ist, ja. Ihr wisst, normalerweise mache ich alles auf und spiele es schon mal an zumindest, damit ich ein bisschen was erzählen kann. The Quarry, 1999. So, dann gab es Amazon-Bestellungen und zwar einmal ein bisschen viel bezahlt, wenn ich ehrlich bin, aber ich werde es niemals original haben. Es ist ein NES-Ableger. Es geht um Mr. Gimmick auf der Switch, ja. 35,99 hat mich das gute Stück gekostet. So 25 hätten mir gereicht oder 19,99, denn es ist so gesehen nur das Spiel noch in, also etwas aufbereitet vielleicht oder halt gut geportet, mehr oder weniger, so, ne, mit HDMI-Ausgang sieht das natürlich ein bisschen besser aus oder sehr viel besser, ist klar. Aber alles in allem ist das das Spiel 1:1, das, sehr cooles Feature hat, und zwar eine Rückspulfunktion, denn mein Gott, bin ich oft gestorben, allein im ersten Level, wie oft ich gestorben bin, und Gott sei Dank gibt's da einen Rückspul-Button, sonst keine Ahnung, wie man das Spiel durchspielen kann, ja, gleich der erste Boss, ach du Scheiße, Gott sei Dank gibt's einen Rückspul-Button, und so wie ich das verstanden habe, also Mr. Gimmick ist auf dem NES so mit, oder eines der teuersten Games überhaupt, also weit aus meinem Preis Range. Niemals werde ich dieses Spiel besitzen, kompletten Box vor allem, wenn ich nicht das irgendwie wieder für 1 Euro in einem Laden finde oder sowas. Keine Chance, ne? Denn, soweit ich das verstanden habe, ist dieses Spiel exklusiv in Skandinavien erschienen, sprich sehr selten und ein gutes Spiel und von daher sehr teuer, ja? Mr. Gimmick auf jeden Fall, was ich sehr cool finde, hier haben wir das, soweit ich mich, nee, warte mal, nicht exklusiv Skandinavien, ich glaube in Japan ist es auch rausgekommen, oder könnt ihr mich gerne berichtigen, deswegen gibt's nochmal dieses Cover hier und das heißt Gimmick. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade aus dem Arsch ziehe, aber ich glaube verstanden zu haben, dass das Gimmick, also das hieß Gimmick in Japan und das ist auch das Cover und das ist das skandinavische Cover. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest und korrigiert mich da auch ruhig. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Edition, wie gesagt, mit Wendecover. Ja, das ist immer nice. Und ein sehr, sehr schönes Booklet. Und sehr, ja, erinnert mich sehr an die Original-Booklets vom NES. Ne? Die jetzt nicht immer in Farbe waren, soweit ich mich erinnern kann. Aber, hey, ein Booklet. Ja, eine Gebrauchsanweisung. Sehr, sehr geil. Ja, Mr. Gimmick. Endlich in meinem Besitz. Auch wenn es nur die Switch-Version ist. So, weiter geht's. Wie gesagt, das ist noch von Amazon für 22,99 inklusive ein Spiel, das ich schon besitze, aber so geil fand, dass ich es doch wieder haben möchte. Und zwar geht es hier um Celeste. Wie gesagt, hier Celeste, auch auf der Switch. Habe ich schon öfter jetzt im Mediamarkt rumliegen sehen. Es gibt auch eine Limited-Run-Fassung des Spieles. Die habe ich auch in meiner Sammlung. Ich weiß noch, die Geschichte werde ich nie vergessen. Der Gary und ich haben uns dieses Spiel zusammen bestellt. Und es kam einfach nicht an. Ich glaube, es hat ein Jahr gedauert. Und als es endlich ankam, der Gary hat seins gleich wieder verkauft. Hatte keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ja, ich wollte es eigentlich auch. Ich war auch so in dem Mindset. Aber dann dachte ich mir, komm, probier's aus. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht. Dieses Spiel ist für mich eines der allerbesten Indie-Games ever. Ja, eine recht simple Prämisse. Man spielt diese junge kleine Madeline, die einen Berg erklimmen muss oder will. Ja, und in diesem Game geht's
die sprechen da Themen an, die sehr erwachsen sind auch, ja, Depressionen, Angstzustände und wie sie das Ganze storytechnisch in dieses, ja, Jump'n'Run oder Plattformer eingebaut haben, ist sehr, sehr geil gemacht. Und zusammen mit der Musik ist das alles super rund und sehr geil. Also ich feiere das Hardcore. Ich habe es auch durchgespielt damals. Auch hier wird man sehr oft sterben, aber jedes Mal, wenn man stirbt, es ist nicht unfair, es ist dann unsere Schuld. Man merkt wirklich, ah, das war jetzt meine Schuld, dass ich gestorben bin. Okay, versuche ich es nochmal. Und wenn man stirbt, dann respawnt man auch sofort wieder und es geht sofort weiter. Wer Super Meat Boy schon mal gespielt hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie sich dieses Spiel spielt. Ja, also sehr zu empfehlen. Wie gesagt, gerade auf Amazon, ich weiß nicht, ob es immer noch 23 Euro kostet. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, hier haben wir die Limited Run Fassung. Das ist die Fassung, die ich ja, zuerst hatte. Und was auch cool ist, ist dann, dass man natürlich hier eine Cover-Variante dann hat. Ne? In der Limited Run Fassung ist innen bedruckt auf jeden Fall. Nice. Und ein sehr fettes, schönes Booklet. Ja. Also da kriegt man, hat man schon was bekommen für sein Geld. Diese Version lasse ich natürlich, die kommt in meine Sealed-Sammlung. Ne? Ich blende euch hier mal geborgenes Material ein, für was man innen so erwarten kann. Ich glaube, gesehen zu haben, dass es ein schönes Poster gibt und ein, zwei kleine Goodies. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das bleibt Sealed. Das stelle ich mir in die Sealed-Ecke. Und ich wollte einfach nur noch mal den Entwicklern ja, so noch mal den mich erkenntlich zeigen für dieses grandiose Spiel. Ja, ich kann es nur empfehlen, Leute, wenn ihr auf solche Indie-Games steht, Celeste. Must play. So, dann gab es vom Lord Gum Gum Full für 20 inklusive einmal Severed Steel, ebenfalls auf der Switch. Und in dem Game spielt man, ich weiß nicht, wie sie heißt, so auch eine jüngere Dame, die man sieht nur am Anfang, dass sie irgendwie aufwacht und ihr fehlt ein Arm. Und dann wird man auch sofort ins Spiel geschmissen, in ein sehr gutes Tutorial. Und es ist ein, ja, es ist ein 3D, ist ein Shooter, ist ein First-Person-Shooter auf jeden Fall, in dem es viel darum geht, dass man sich in Bullet-Time seinen Gegnern stellt, von Wänden abspringt, durch die Gegend dasht, über den Boden rutscht und so weiter und so fort. Und indem man das tut, füllt man auch, so wie ich es verstanden habe, sein Bullet-Time wieder auf. Und das ist sehr wichtig, denn es sind doch recht viel Gegner zeitweise auf dem Screen. Wenn man da nicht mit Bullet-Time agiert, ist man erledigt ziemlich schnell. Und das ist eins dieser Games, wo man gefühlt auf jedem Knopf eine Aktion hat. Aber ich habe das knapp 20 Minuten gespielt und ja, es hat so 15, 20 Minuten gedauert, bis ich so einigermaßen im Flow war, bis ich so aus dem Kopf automatisch wusste, welche Knöpfe was machen. Und man merkt richtig, wenn man das beherrscht, dann ist das super flutschig und macht richtig Bock. Wie die Langzeitmotivation ist, kann ich so noch nicht beantworten, denn wie gesagt, ich habe es nur 20 Minuten gespielt. Ich glaube, dass ich bin da noch nicht mal übers Tutorial rausgekommen. Und es gilt abzuwarten dann in dem Spiel, was das Spiel uns noch entgegenbringt an Abwechslung. Ja, ich sag mal, infern von, keine Ahnung, Gegnervarianten und Level-Design etc. und Gameplay-Mechaniken. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ey, für ein 20 inklusive, definitiv, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mein lieber Lord Gum Gum Full, vielen Dank für den schönen Deal. Severed Steel. Gut, dann gab's eine kleine Channel-Spende vom Michael aus Rathenau. Und zwar hat er mir diese wunderschöne Steelbook geschickt von, schauen wir uns das gleich hier an, Borderlands 3. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon gespielt habe. Ich hab's zumindest nicht in der Sammlung auf keiner Konsole, auf keiner Plattform. Aber diese Steelbook ist schon mal ziemlich geil gemacht, ne? Also von den Farben her und alles, muss man wirklich sagen, absolut, absolut nice. Ich bin am überlegen, wo ich das, also ich habe hier ja meine Top, sag mal vom Design her, meine Top Blu-Rays so präsentiert, und was da jetzt aber rauskommt, um das hier
und von dem hier ersetzt wird, da muss ich noch ein bisschen grübeln. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht die Modern Warfare oder das Days Gone. Mal schauen, eins von beiden. Und dann wird es dadurch ersetzt. Michael, sehr, sehr vielen großen Mega-Dank. noch ein kleines Goodie hat er mir reingelegt. Und zwar Mega Games 1 auf dem Mega Drive. Und da ist drauf, was waren da drauf? Hier, Columns, Fußballspiel und dieses, und ein, warum stehen die Namen der, hier vorne steht es natürlich drauf. Muss natürlich die Namen. Columns ist drauf, Super Hang-On und World Cup Italy 90. Michael, vielen, vielen Dank. Das, vor allem das Steelbook, sehr geil. So, und jetzt, ich weiß nicht, habe ich es am Anfang gesagt, eine Kindheitserinnerung, eine unfassbare Kindheitserinnerung ist eingetrudelt bei mir. Und zwar hat der Patrick Prime mir ein Spiel besorgt aus den USA, ein US-exklusives Game, was ich schon so lange auf dem Schirm habe. Ich hatte es nur lose da, immerhin lose, aber complete in Box. Bis jetzt. Ich zeige euch schnell, um was es geht, und dann erzähle ich euch die kleine Story dahinter. Endlich einmal Skate or Die 2. Und ja, die Geschichte, wie er dazu kam, ist ein bisschen wirr. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Er hat nur irgendwie gemeint, er hat das irgendwie in Amerika, hat er sich ein Lot, hat er mehrere Games irgendwo gekauft, online, und ein Kumpel von ihm ist irgendwie Pilot oder sowas. Und er hat die Games aufgeteilt auf mehrere Flugbegleiter, damit die das alles mitbringen können. Und wie gesagt, da war dieses Spiel dann dabei. In Österreich gelandet, hat dann der Kollege die Games wieder zusammengepackt und dem Patrick dann geschickt und irgendwie sowas. So total wir. Mega geile Geschichte. Also ich feiere das hart. Und wie gesagt, das Spiel kam dann bei mir an. Der Deal war irgendwie eigentlich 45 inklusive, was ein Top-Preis ist, weil dieses Spiel variiert hart im Preis. Also es kann überall, es kann anfangen bei 40 Euro, es kann enden bei 200. Also auf eBay habe ich schon alles gesehen. Ja, je nach Zustand zahlst du mal 200 Euro für dieses Spiel, complete in Box. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass er, also ich bekomme dieses Spiel und er bekommt von mir das Super Mario 3D All-Stars und eine, ich glaube, 25 Euro. Und dann habe ich gemeint, okay, passt. Müsste hinkommen, circa vom Wert her, war er absolut einverstanden. Ich weiß nicht mal, ob er genau, ich habe nicht mal richtig verstanden, ob er überhaupt was tauschen oder überhaupt was dafür wollte. Ja, das, weil er war so sehr zurückhaltend mit, weil er hat mir das geschickt, ohne dass ich wusste, was es ist, und ich so, ja, was wird es denn kosten? So, weil ich weiß ja nicht mal, was es ist. Der so, ja, hat 45 Euro gekostet, und ich so, ja, okay, hä? Dann habe ich schon geraten, was es ist, und dann haben wir den Deal halt ausgemacht, weil auf jeden Fall ist es da und es ist mega geil, dass es da ist. Das Spiel selbst hat zwei Modi, ja, und der erste Modi ist so ein, ja, so ein 2D Jump and Skate, sage ich mal, indem man, ja, so irgendwie so ein Mädel wurde entführt von anderen Skatern oder was weiß ich, und die muss man dann suchen. Ich habe schon als Kind diesen Modus nie gefeiert. Ich habe immer diesen Halfpipe-Modus, den es noch gab, viel, viel mehr gespielt. Ja, das ist eine fette Halfpipe in irgendjemanden seinem Garten mit einer Spine in der Mitte. Und ich kann euch sagen, als Kind habe ich das so hart gerockt. Ich bin nie auf die Schnauze geflogen. Ich habe jeden Trick auswendig gekonnt, alles gewusst, wie man das spielt. Unfassbar. Ich habe das 20 Minuten drin gehabt. Ich habe einigermaßen wieder ein paar Tricks abziehen können, aber weit nicht bei dem Level, als ich früher war. Und ja, auf jeden Fall, hier ist das Game, Skate or Die 2. Für mich ein Holy Grail in der Sammlung, also Erinnerungs-Holy Grail auf jeden Fall. Und ihr könnt sehen, der Zustand ist absolut in Ordnung. Ich, klar, ein bisschen dem Alter entsprechende Stresslinien und wie auch immer, aber ganz ehrlich, das Modul, wunderschön, ne? Schaut es euch an, absolut
kann man nicht meckern. Die Anleitung ist auch noch top, ne? Gut, hier kleine Eselsöhrchen, aber alles in allem kein Gekritzel drin. Es ist alles da, was man braucht, und ich bin einfach nur so happy, das endlich zu haben. Ja, ich suche schon so lange danach. Wie gesagt, lose hatte ich da in der Sammlung, und jetzt ist das Spiel endlich da. Ja, den ersten Teil, den habe ich schon lang in Completed Box, aber hier ist endlich der zweite Teil am Start. Und, oh. Patrick, ohne Scheiß, danke, da hast du mir echt Freude ins Haus geschafft, und ich find's absolut einfach nur krass, dass er so an mich denkt, ja, weil man kennt sich ja eigentlich nicht, so, ne, das ist krass. Ja, und er hat gemeint, ja, ich bin bald wieder in den USA, wenn du wieder was brauchst, sag Bescheid. Und ja, ich habe ihn gefragt, das Super Dodgeball, das suche ich noch auf dem NES. Das ist auch so ein Kindheitsding, was mir absolut noch fehlt. Dann kann ich mich wirklich an nichts mehr groß erinnern, aber Super Dodgeball fehlt auf jeden Fall noch. Egal, auf jeden Fall nochmal, Patrick, danke, 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 danke. Skate or Die 2. Und die Musik in dem Game. Pervers. Gut, Leute. Das war's. Das waren meine Pickups, meine paar. Was habt ihr so am Start? Pickup-mäßig, wie immer, in den Kommentaren bitte schreiben. Und wie gesagt, nächste Woche Samstag, mein 1000. Video. Kommt, feiert mit mir in Montabaur in der Stadthalle. Das wird ein Fest, ja? Gut. In diesem Sinne, Leute, Dankeschön fürs Einschalten. Stay safe. Passt auf euch auf. Euer Reed.